Yay, hallo. So, hi. Schauen wir uns dieses formschöne Video an. Es wurde gerade auf den Social Media Seiten was zu sehen. Es ist ein Teaser zu Warwick, ein weiterer Teaser quasi, aber jetzt ein Reveal-Teaser, also seine Spells. Genau. Ich habe es noch nicht gesehen und wir schauen jetzt einfach mal rein. Ist eine formschöne 4 zu 3 Aufnahme. Okay. Also er kann springen und er macht Schaden. Er springt hinter jemanden. Das ist seine Transformation. Und da sieht er quasi, wo Leute sind oder wie. Ah, ja. Er fehlt Leute. Das kommt an das Kit von 2014 tatsächlich recht nah ran. Genau, er kann hinspringen. Okay, das war jetzt quasi seine Ultimate. Nochmal bitte. Dürfen wir das nochmal sehen? Ja. Okay, das ist jetzt so ein Blutrausch. Er ist schneller auf A4 und dann kann er darüber springen. Was halt mega krass ist, ne? Da säbelt er die Leute, dann hier unten, man muss schneller hingucken. Dann nochmal. Okay, das. Ach so, also das ist die Ultimate quasi. Also die Ultimate springt halt jetzt. Also sie sagt. Holy shit, ey. Okay, das ist die Ult. Wir sehen das hier. Da springt er hin und zerkratzt ihn. So wie bisher, nur ein bisschen anders. Dann. Und hier haben wir eine Transformation. Der Spell sieht anders aus. Okay, das heißt hier, also er hat Ulti gemacht. Haut ihn jetzt, dann wird das rot. Dann hat er seine Q gemacht, die wahrscheinlich immer noch ein verstärkter Schlag ist. Dann nochmal hier. Q ist so ein Hindash, wenn man in der Bereich ist. W ist Blutrausch. Und der E ist zweimal aktivierbar. Und damit kann er vieren. Und die Ultimate ist ein Skillshot, der sich am ersten festbeißt, den er sieht. Alles klar. Ja, Leute, wir ballern hier einfach raus, ey. Wir ballern es raus. Genau, gleich kommt noch das Reveal. Das schauen wir uns natürlich auch an. Hier jetzt aber erstmal die Vorab-Info quasi. Bis gleich, würde ich mal sagen. Achso, nein. Nein, nein, nein. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.